Hallo und willkommen zum ersten Programmpunkt meiner Ferienaktion, meines Ferienprogramms für Kinder im Grundschulalter. Mein Kanal heißt Barbara Rath, Autorin. Barbara Rath, das bin ich, und Autorin, ich bin Schriftstellerin. Ich möchte euch heute eine meiner Osterhasengeschichten vorstellen. Das liegt ja nun mal bei den Osterferien auch ziemlich nah. Also, lehnt euch entspannt zurück, hört ein bisschen zu. Vielleicht nehmt ihr euch ein Blatt Papier und malt etwas dazu. Beim Malen kann man besonders schön zuhören. Es geht los, aber ich brauche drei Dinge, bevor es losgehen kann. Zum einen meine Brille, ohne die kann ich nicht lesen. Meinen kleinen Freund Martin, der ist echt süß, ne? Und von all meinen Büchern brauche ich dieses hier. Das heißt, wenn der Osterhase bellt, Lesezeichen habe ich mir schon reingelegt. Und unsere Geschichte heute heißt, der erste Osterhase mit Schlappohren. Ihr wisst, was Schlappohren sind? Ja, normalerweise haben alle Hasen die sogenannten Löffel, die ganz aufrecht stehen und so hoch aus dem Gras schauen. Aber Martin Hase ist ein bisschen anders. Bei ihm hängen die Ohren herunter und das nennt man Schlappohren. Mutter Hase strich ihrem Sohn Martin zärtlich über den Kopf. Heute war ein wichtiger Tag für ihren Sohn. Er ging zum ersten Mal zur Osterhasenschule. Vor Aufregung hatte Martin nicht einmal seine Frühstücksmöhre ganz aufmümmeln können. Verständnisvoll tat seine Mutter einfach so, als hätte sie es nicht gesehen. Mutter Hase wusste, dass es für alle jungen Osterhasen ein besonders wichtiger Tag war, wenn sie zur Osterhasenschule gingen, um sich dort anzumelden. Und Martin war gewiss noch ein wenig aufgeregter als alle übrigen Schulneulinge. Martin sah nämlich anders aus als sämtliche Hasen rundum. Schon als die jungen Hasen sich vor dem Schultor drängelten, spürte Martin es einmal wieder ganz deutlich. Er war anders als die anderen Hasen. Er hatte nämlich Schlappohren. Wo sich über den anderen erwartungsvollen Hasengesichtern ganz aufrecht zwei lange Löffel erhoben, war bei Martin nichts. Seine Schlappohren hingen wie welke Kohlblätter links und rechts an seinem Gesicht herab. Eigentlich sah das ganz nett aus, aber eben vollkommen verschieden von den anderen Hasen. Warum er anders aussah, wusste Martin nicht. Es war einfach so, aber leider war das nicht so einfach. Oft wurde Martin von den anderen Hasenkindern gehänselt, oft ließen sie ihn nicht mitspielen und einen richtigen Freund hatte er auch noch nicht finden können. Es schien an seinen merkwürdigen Ohren zu liegen. Und das machte Martin oft ziemlich traurig. Trotzdem, er war fest entschlossen, Osterhase zu werden. Schließlich stammte er aus einer uralten Osterhasenfamilie. Und ganz im Geheimen hoffte Martin, wenn ich allen auf der Osterhasenschule zeige, dass ich wirklich etwas kann, dann werde ich auch Freunde finden. Nur weil ich anders aussehe als die meisten Hasen, muss ich doch kein schlechterer Osterhase sein. Aber Martins Hoffnungen wurden gleich vom ersten Tag an bitter enttäuscht. Niemand wollte neben ihm gehen, als die jungen Hasen von einem Lehrer gebeten wurden, sich paarweise vor dem Schulgebäude aufzustellen. Niemand wollte neben ihm sitzen, als schließlich alle in ein Klassenzimmer geführt wurden. Er blieb allein und alle schauten gelegentlich zu ihm hin, zeigten verstohlen mit der Pfote auf ihn und das Schlimmste dabei, sie kicherten. Schaut mal, hier ist ein Bild im Buch, das kann ich euch zeigen. So sieht das aus, wenn die Osterhasen vor der Schule warten. Ihr könnt sehen, Martin mit seinen Schlappohren steht in der Mitte und die anderen Osterhasen rundum. Martin wollte nicht aufgeben.
Er ertrug sein Alleinsein und das böse Gekicher tapfer. Er lernte und übte fleißig. Gut, dass er nicht mitbekam, wie seine Mutter eines Tages zum Schulleiter bestellt wurde. Der Schulleiter riet Martins Mutter, sie solle doch bitte ihren Sohn von der Schule nehmen. Ein Osterhase mit Schlappohren, wann hätte es denn so etwas je gegeben? Aber Martins Mutter schüttelte nur den Kopf und schwieg. Da sagte der Schulleiter energisch, Sie wissen doch, es kann gefährlich werden für Ihren Sohn mit seinen Schlappohren. Die hoch aufgestellten Hasenohren sind bei der Arbeit der Osterhasen wie eine weiße Fahne im Krieg. Wir Hasen bitten damit alle Raubtiere, die sonst hinter uns her sind, um Frieden, um einen Waffenstillstand. Wenn Füchse, Marder, Wiesel, Hunde und ich weiß nicht, wer noch alles einen Hasen mit deutlich hoch aufgestellten Ohren sehen, lassen Sie ihn in Ruhe. Die wissen dann, dass dieser Hase als Osterhase unterwegs ist und nicht angegriffen werden darf. Wenn Martin mit seinen Schlappohren daherkäme, er wäre in Lebensgefahr, denn er kann seine Ohren nicht aufstellen und damit um Frieden bitten. Wollen Sie, dass Ihr Sohn sich so in Gefahr begibt? Frau Hase hatte über all das längst nachgedacht und als gute Mutter hatte sie wirklich große Angst um ihren Jungen. Aber sie glaubte auch an ihn. Und sie wusste, dass es sein sehnlichster Wunsch war, Osterhase zu werden. Und deshalb erwiderte sie dem Schulleiter ruhig, »Lassen Sie meinen Sohn auf der Osterhasenschule. Ich bin sicher, er wird seinen Weg finden.« Und er wird ein guter Osterhase. So kam es, dass Martin die ganze Osterhasenausbildung durchlief. Weil er gut malte, ohne Probleme mit Landkarten zurechtkam und alle Gipseier bei den Prüfungen ordnungsgemäß ablieferte, bekam er sogar ein richtig gutes Abschlusszeugnis. Hier könnt ihr sehen, wie das in der Osterhasenschule so ausschaut und wie es dazu geht. Die jungen Hasen müssen also wirklich richtig schöne Eier, Gipseier bemalen und sie dann ihren Lehrern zur Prüfung vorlegen. Nach der feierlichen Ausgabe der Abschlusszeugnisse verlas der Osterhasenschulleiter von einer Liste, wo die jungen Hasen künftig Ostereier verstecken würden. Einem Hasen nach dem anderen wurde ein Bezirk für die Auslieferung der Ostereier zugeteilt. Martins ohnehin schon hängende Ohren sanken immer weiter herab, als die Liste komplett vorgelesen war, ohne dass sein Name genannt wurde. Zitternd erhob er schließlich eine Pfote und stammelte, »Ich heiße Martin Hase.« Und ich bin bis jetzt noch nicht genannt worden. Der Schulleiter seufzte, dann erwiderte er, ich weiß, ich kenne dich, Martin, du bist als Ersatzhase aufgestellt, falls jemand von uns vor Ostern krank werden sollte. Aber, wandte Martin ein, Osterhasen werden nie vor Ostern krank. Ich weiß, murmelte der Schulleiter verlegen. Da wurde Martin zornig. Und der Zorn machte ihm Mut. »Warum bekomme ich keinen Bezirk, in dem ich Eier verstecken darf, wo ich doch einen der besten Abschlüsse in meiner Klasse habe?« wollte er wissen. Dem Schulleiter war das alles sehr unangenehm. Er wollte nicht zugeben, dass er Martin nur wegen seiner Ohren benachteiligt hatte. Fieberhaft suchte er nach einer Ausrede und die fiel ihm auch prompt ein. »Ich habe keinen Bezirk mehr für dich, Martin. Alle Bezirke sind vergeben.« Aber Martin gab nicht nach. »Der Bezirk am Veilchenwald, der ist noch frei,« wandte er ein. Und der Schulleiter rang die Pfoten. »Martin, du weißt, warum der Bezirk am Veilchenwald nicht mehr auf der Liste steht. In den letzten 4 Jahren... hat ein gefährliches Wiesel, das dort lebt, die Osterhasen bei ihrer Arbeit angegriffen. Es gibt leider immer wieder einzelne Raubtiere, die sich nicht an die allgemeinen Regeln halten. Diesem Wiesel sind
aufgestellte Ohren egal. Es will keinen Frieden halten. Es hat viermal versucht, einen Osterhasen zu beißen und zu fressen. Und das waren alte, erfahrene Hasen, keine jungen Hüpfer wie du. Die sind nur mit Mühe und Not und aufgrund ihrer großen Erfahrung so gerade eben diesem Wiesel entkommen. Ich kann es nicht verantworten, noch einen Hasen in diese gefährliche Gegend zu schicken. Martin schluckte. Das waren aber trübe Aussichten. Doch der Veilchenwald war ein beliebtes Ausflugsziel, das wusste Martin. Viele Menschen aus der Stadt kamen genau dorthin, um zwischen den wundervollen lila blühenden Veilchen auf dem Waldboden Ostereier zu suchen. Sollten all diese Menschen enttäuscht werden? Wenn ich schon sonst nirgendwo als Osterhase arbeiten kann, dann werde ich es eben dort versuchen, verkündete Martin und er klang entschlossen. Seine Mutter, die war zutiefst erschrocken, als Martin ihr seine Absichten mitteilte. Sohn, ich hoffe wirklich, du weißt, was du tust, warnte sie ihren Jungen. Und der tat bis Ostern etwas sehr Sinnvolles. Er trainierte. Er übte, fortzulaufen, sich zu verstecken und blitzschnell zu flüchten. Wenn dieses Wiesel auch auf ihn losgehen sollte, musste er wenigstens eine Chance haben, davonzulaufen. Schließlich war der Ostersonntag da. Martin hatte einen ganzen Korb voller Eier vorbereitet, die hübsch bemalt waren. Im ersten Morgengrauen machte er sich mit klopfendem Herzen auf den Weg in den Veilchenwald. Dicht an den Boden gepresst ging er seines Weges und er versteckte tatsächlich alle Eier. Gerade als die beiden letzten Eier in ein dickes Moospolster gelegt worden waren, erstarrte Martin. Hier könnt ihr sehen, was Martin sieht. Das Wiesel. Und da ganz hinten könnt ihr Martin entdecken, wie er flach an den Boden gedrückt, nur so gerade eben übers Gras, seinen Feind erblickt. Keine 10 Meter von Martin entfernt hockte das Wiesel auf einem Baumstumpf und es schien mit den Augen die Umgebung absuchen zu wollen. Martin schmiegte sich ängstlich ganz dicht an den Boden. Der Blick des Wiesels, der strich über ihn hin, ohne ihn zu entdecken. Und da hörte in der Morgenstille Martin das Wiesel leise murmeln, ach, keine Hasenohren zu sehen. Und das, obwohl Ostern ist, es ist ein Jammer. Meine Augen sind mittlerweile so schlecht, dass ich nicht einmal mehr Osterhasen zu Gesicht bekomme. Und das, obwohl sie zu Ostern ihre langen Löffel wie Fahnen durch die Luft schwenken. Och, dann gibt es für mich heute wohl wieder nur Regenwürmer und Schnecken zu essen. Igitt! Und damit huschte das Wiesel davon. Martin konnte es kaum glauben. Seine Schlappohren, die wie immer bis auf den Boden herabhingen, hatten ihn endlich einmal nicht in Schwierigkeiten gebracht. Die hatten ihn gerettet. Dieses Wiesel war offensichtlich halb blind. Es hielt sich deshalb nicht an die Friedenspflicht gegenüber den Osterhasen im Dienst, weil es so schlecht sah, dass es eine normale Beute gar nicht mehr aufspüren konnte. Deshalb lebte es von Schnecken und Würmern und hatte verständlicherweise zu Ostern die Hoffnung, wenigstens einmal im Jahr einen leckeren Hasen zu fangen, wenn die Osterhasen mit ihren hoch aufgestellten Ohren gut sichtbar herumliefen. Dieses Wiesel würde Martin nie entdecken, wenn er samt seinen Ohren dicht am Boden entlang schlich und seine Arbeit tat. Stolz und froh und sehr, sehr erleichtert ging Martin nach den Osterfeiertagen zum Treffen aller Osterhasen in seine alte Schule. Die Kollegen machten große Augen,
als sie ihn sahen. Und sie machten noch größere Ohren, als sie seinen Bericht hörten. Der Schulleiter verlieh Martin einen Orden für besondere Tapferkeit und seinen ganz besonderen Einsatz. Der Veilchenwald wurde Martin als ganz fester Bezirk fürs Ostereierverstecken persönlich zugeteilt. Im Anschluss an die feierliche Ehrung gab es wie immer ein Möhrenfestessen, bei dem die Hasen ihre erfolgreiche Arbeit feierten. Plötzlich klopfte eine Pfote freundlich auf Martins Schulter. Sie gehörte zu einem alten Hasen, der freundlich sagte: "Na, junger Hüpfer, ich heiße Walter. Ich habe den Bezirk gleich neben deinem Veilchenwald. Hase, Hase, bin ich froh, dass du herausgefunden hast, was mit dem Wiesel dort los ist und wie wir Osterhasen damit umgehen müssen. Das hätte sehr leicht auch für mich einmal gefährlich werden können. Lass uns zusammen eine leckere Möhre futtern und dann erzählst du mir bitte die ganze Geschichte noch einmal, aber so richtig ausführlich, ja?" Martin berichtete und Walter hörte sehr gut zu. Mit der Zeit wurden die beiden richtig gute Freunde. So, die Osterhasengeschichte ist fertig erzählt. Wenn ihr mögt, könnt ihr dazu Bilder malen. Ein paar habt ihr gesehen im Buch. Ja, die sind von einer Künstlerin gemalt worden, Susanne Kohlendahl, die kann das richtig gut. Aber ich bin sicher, ihr könnt das auch gut. Wer mir ein Bild zuschicken möchte, der kann das über meine Homepage tun oder einfach an meine E-Mail-Adresse schicken. Auf der Homepage gibt es ein Kontaktformular. Oder ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben an ba.rath@web.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. Schickt ein Bild von eurer Zeichnung, von eurem Kunstwerk als Anhang. Und ich antworte euch ganz bestimmt. Viel Spaß beim Malen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge meines Ferienprogramms. Bis dahin, alles Gute, einen schönen Tag und tschüss!